Da wollte ich nicht rein. Mit verdammt vielen Tieren, Grizzlybären und allem. So, und schon ziehen sie sich zurück. Ja, das ist immer gut. So, jetzt können wir hier unten weitermachen, wo auch immer wir waren. So. Also ja, erstmal wollte ich hier bitte. Mal alles frei haben. Um den See herum, dass meine Fischer mehr Platz zum Fischen haben. Also das heißt, ihr könnt wieder machen, was ihr wollt. Oh, Human Caravan. Okay, sind die Invaders weg? Sie sind am Abziehen, also bauen wir uns mal einfach und machen auf. Gucken mal, was die so zu bieten haben. Also eigentlich alles, was nah am Depot ist, mal zum Depot schleppen. Außer einem leeren Eschenbin, den brauchen wir nicht beim Depot. So. Jetzt werden die Menschen von den Elfen angegriffen, das ist aber auch nicht so toll.
Ja, die Händler sind eingetroffen und entladen ihr Zeugs. Was macht ihr hier draußen? Diplomatie, okay. Much to share. Was könnten wir denn gebrauchen? Silk haben sie nichts im Angebot. Ich kann nur Plant Cloths, Lederbags, aber kein anderes Zeugs. Splints and Cheese brauchen sie. Können wir schon traden? Nein. Die sind noch beim Unloaden. Jetzt können wir. Fleisch, Fisch, Gemüse und Käse. Die bringen uns gerade das, was wir brauchen, um am Leben zu bleiben. Also nehmen wir Fisch, Fleisch und Käse. Ich könnte am liebsten gleich den ganzen Bin verkaufen. Nee. Das meinte ich nicht, den Bin, nicht die gesamte Ware, die ich hier habe. Den Bin können sie haben. Und ich glaube, in dem Bin ist auch nichts drin. So. Der Bin ist etwas zu voll. Vor allem sind da Copper Chains drin. Dem ist aber auch sehr viel drin. Dem genauso. Da sind auch Totems und so drin. Ah, dann werfen wir einfach mal noch ein paar Totems mit rein. Naja, werfen wir das noch mit rein. Da macht der Profit. Wir bedanken uns. Kein Trader mehr. Transportieren wieder unsere Kisten weg. Dumm, die dumm. So. Und gut ist.
So, wird jetzt hier unten endlich mal gegraben. Ja, ich sehe einen Graben. Also ich sehe ein Ding blinken zum Graben. Ein X-Bow gräbt. Okay, noch ein Diplomat, der mir nichts Neues zu erzählen hat. Also wenn ich mal so auf die World Map gucke und mir Civilizations angucke. Hassen uns komischerweise die Zwerge immer noch ein bisschen. Also wir sind zwar im Frieden mit ihnen, aber wir bekommen von denen keinerlei Karawanen mehr. Wir kriegen nur noch von den Humans. Goblins hassen uns. Mission gibt's auch keine. News and Rumors. Artifact Center on Ford. Ja. Das sind wir. The Stable Blockade. Sind eigentlich die Zwerge, mit denen wir in Peace sind. Das wären die hier unten eigentlich, oder? Ja, Stable Blockade. Scarlet Kingdoms, da steht gar nichts von. Ich weiß nicht, sind wir zu weit vom Schuss? Könnte auch sein, dass wir einfach zu weit entfernt sind von The Stable Blockades. Und deswegen nur von den Nachbarn hier, weil das ist die taube Konföderation. Click to rate this site. Ja, Gorge of Furnaces, das sind die da. Mit dem bin ich in Krieg. Mit den Taupe habe ich Frieden. Und mit dem Rounded Empire habe ich sogar eine Allianz. Ha. The Infamous Hate, das sind die Goblins.
Ja, und ich könnte jetzt irgendwann meine Squads ausschicken, um das Ding zu erobern. Puh. Dafür sind meine Truppen allerdings noch lange nicht genug ausgestattet. Die sind nämlich nur eine bessere Miliz gerade, auch wenn sie sich gut schlagen. Eigentlich wollte ich sie ja demnächst mal besser ausrüsten. Gerade, dass wir besser solche Elfenangriffe zurückschlagen können. Ich meine, wenn ich mir meine Squads so angucke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 sind es 10 hier und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hier. Also wir sind vollständig. Haben zwei vollständige Squads. Hier ist immer noch ein bisschen, aber nicht mehr viel. Wie man sehen kann, es sind nur noch zwei Flecken, die hin und her wandern. Weil es ist nur noch einer. Da-la-la-la-la-la. Da-la-ma-la. Aber ja, wird hier unten jetzt wenigstens gegraben. Oh ja, hier wird schön gegraben. Können wir jetzt? Sagen wir mal bis 15 noch runtergraben. Weil eigentlich würde ich auch irgendwann gern auf Lava stoßen. So, jetzt ist hier bald genug Platz, dass meine Fischer überall hingehen und angeln können. Was auch schon mal gut ist. Slate. Noch mehr Slate. Gabbro. Noch mehr Gabbro. Und jetzt sind wir auf Ebene 15 angekommen. Also minus 15. Müssen wir dann gucken, ob wir da ein bisschen Strip minern oder ob wir danach Lava suchen. Also noch tiefer gehen, um nach Lava zu suchen. Ja. Jetzt würde ich aber sagen, speichern wir mal wieder und return zum Titel. Dumm-di-dumm. Dann gucken wir mal in der nächsten Aufnahmesession, dass ich meine Zwerge richtig ausstatte. Also meine Nahkampftruppen mit Eisenbrustplatten und Highboots und Gauntlets und meine Fernkämpfer eben mit Chain-Sachen. Und dann sehen wir weiter. Aber jetzt gibt's erstmal einen Cut. Bis gleich.